Willkommen im beschaulichen Penzberg in der Nähe von München. Ich bin Dr. Sebastian Zuber, 44 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder. Ich freue mich, Ihnen heute einen Einblick in meine Arbeit, in mein Bayern und in meinen Lebensweg zu geben. Mit dabei ist Roland, mein Berater und Wegbegleiter. Aber es ist echt ein tolles Fahrrad, was du da hast. Ja, und mit dem Fahrrad kann ich hier meine Mittagspausen schön genießen. Da vorne ist meine Lieblingsbank. Da bin ich viel gesessen, habe über die Praxis nachgedacht und glaube ich Zukunftspläne geschmiedet. Ja. So eine Mittagspause hat man natürlich in der Klinik nie gehabt. Das kann ich mir auch vorstellen. Vor allem mit dem Ausblick hier, oder? Ja. Schön, oder? Ist das da hinten die Zugspitze? Da hast du die Zugspitze, da ist der Walchensee mit dem Kochelsee drunter, sieht man das Walchenseekraftwerk. Ja. Die Benediktenwand ist hier. Ja, da kann man es aushalten. Ja. Hättest du das vor 15 Jahren vorstellen können? Vor 15 Jahren habe ich mir sowas nicht mehr erträumt. Mensch, damals, als wir uns kennengelernt haben, da war ich noch PJler im Krankenhaus und stand ganz am Anfang von meiner Karriere. Kann mich nur gut erinnern, als wir uns da getroffen haben. Und dann hatten wir die erste Beratung bei euch mit deiner jetzigen Frau. Was mit einer ersten Krankenversicherung angefangen hat, hat es mir ermöglicht, dass ich nur niedergelassener Gynäkologe bin. Und ich habe richtig gute Entscheidungen dank deiner Experten, die du mir empfohlen hast, treffen können, dass ich meinen Lebenstraum verwirklichen konnte. Freut mich sehr, dass die Spezialisten, die wir da haben, helfen konnten und dass es zu so was Tollem geworden ist. Man hat echt Glück gehabt mit dem Wetter, gell? War ein schöner Tag. War ein wunderschöner Tag. Mit dem Ausblick vor allen Dingen echt gut. Wie geht es bei euch weiter? Was sind die nächsten Schritte? Praxis läuft seit 2,5 Jahren. Ja. Jetzt wird es, glaube ich, langsam Zeit für die Immobilie. Guter Plan. Ich habe eine Idee. Nettes Essen, ein schönes Bierchen dazu und dann lass uns einfach mal über die nächsten Schritte Investment und Immobilie plaudern. Das klingt nach einem Plan. Ich habe einen schönen Ort, wo wir das machen können. Was hältst du davon, wenn wir uns am Staffelsee treffen, Biergarten, eine Runde Stand-Up-Paddle noch vorweg? Das ist hervorragend. Machen wir gern, nur heute schaffe ich es leider nicht. Ich muss weg, aber lass uns das im Auge behalten, machen wir das nächste Mal auf jeden Fall. Sehr gerne, Roland. Ja, alles klar. Sebastian. Gut. Komm du gut heim. Grüße in die Familie. Alles Gute, ciao. Ja, bis dann, bye-bye. Und war vorsichtig. Alles klar. Ciao. Bye bye. Heute führe ich mit einer Kollegin eine eigene Praxis. In die Selbstständigkeit zu gehen erfordert Mut, aber mit Roland und dem Team von Horbach habe ich einen starken Partner, der mir in allen Lebensphasen zur Seite steht. Ich führe ein selbstbestimmtes Leben und halte meine Work-Life-Balance in Waage.